One Way, No Limit. So, meine Lieben, mal wieder ein Video auf meinem alten Channel, auf meinem One Way, No Limit Channel, und zwar Thema Bodybuilding. Nick Walker, the next Dallas McCarver. Ja, gute Frage. Schauen wir mal. Und das werden wir heute mal ein bisschen bequatschen, weil kriege natürlich viele Hinweise. Marco, schau dir mal das an und jenes an und das geht ja so schnell und was denkst denn du darüber? Ist ja klar. Klar, wen interessiert's? Alle interessiert's. Mich ja selber auch. Und ich habe Nick Walker schon länger verfolgt, weil auf der einen Seite finde ich es hammergut, wenn jemand so jung ist und natürlich so hoch motiviert ist und dann sagt, du, erste Show, gewinne ich. Zweite Show, gewinne ich. Und dritte Show, Mr. Olympia, ja, wer weiß. Ich denke, hole ich auch noch. Ja, also hat er so seine Voraussage getroffen am zweiten Mal und jeder mal gemeint, arrogant, weil schafft es ja eh nicht. Und hat abgeliefert, aber top abgeliefert. Also die Bilder, die man gesehen hat, einfach hammer gut, kannst dir gar nichts sagen, außer man ist halt ein bisschen älter und man hat vielleicht schon, so wie Robbie Robinson, schon einiges erlebt und man sieht vielleicht auch ein Ben Fetto und sieht da dann die Aussagen, das Bodybuilding geht aber echt vor die Hunde. Und ja, ich habe natürlich auch hingeschaut und der erste Blick natürlich, wenn man 50 Jahre alt ist und schon viele Sportler gesehen hat, die meisten mehr kaputt als gesund oder schon komplett kaputt und hinüber und nichts mehr zu retten, schaust du natürlich auf äußerste erste Anzeichen, äußerlich. Tja, Krampfadern. Krampfadern, einfach nur Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Und damit ihr mal ein bisschen was seht, machen wir es doch einfach so, spielen wir das Ganze mal ein bisschen ein. Mich mache ich mal kleiner, das reicht. Und dann sehen wir hier mal im unteren Bereich. Im unteren Bereich kann man es richtig, richtig gut sehen. Die Krampfadern an den Waden, einfach Wahnsinn. Das sind nicht bloß Schläuche von Venen, sondern das sind einfach wirklich Krampfadern schon. Und ja, da gibt es natürlich bestimmte Hinweise drauf, wenn der Körper permanent übersäuert ist, Bindegewebsschwäche etc., zu hoher Blutdruck und. Da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, zu hoher Gefäßdruck, zu hoher Gewebsdruck an sich. Natürlich hängt das mit dem Gewicht zusammen, das hängt natürlich auch mit Pressatmung, das hängt auch mit eventuell kaputten Venenklappen zusammen. Also was natürlich auch vom hohen Körpergewicht geschuldet ist, permanent der Druck auf die Gefäße. Natürlich dann noch schweres Training, auch mit vielen Wiederholungen macht es nicht besser, das ist genauso wie eine hohe Belastung aufs Gewebe, die permanent stattfindet. Und ja, da siehst du natürlich schon die ersten Schäden. Und es ist der Junge erst einmal 26 oder 27 Jahre alt. Und das ist eigentlich noch kein Alter. Was macht der von zack auf jetzt brutal? Ja, da wird schon das eine oder andere Unterstützung im Hintergrund laufen. Da kann man sich sicher sein. Und der wird auch nicht sparsam sein. Und das hat man beim Dallas McCarver auch gesagt. Ja, Dallas McCarver wird der nächste Mr. Olympia. Und bevor er das geworden ist, war er tot. Tot. T-O-T. Tot. Aus, vorbei. Und will man das bei ihm? Nein, wollen wir alle nicht. Wir wollen natürlich alle die Sportler so gesund wie möglich und so lange wie möglich auf der Bühne sehen. Gerade wenn ein Sportler, so wie er jetzt hat, einfach so einen Wow-Effekt mitbringt. Auch wenn es mir persönlich schon viel zu viel ist. Weil ich natürlich auch viel zu viel weiß über das Thema mittlerweile. Und je mehr man weiß, desto weniger hat man halt noch Verständnis dafür, dass man sowas so auf die Spitze treiben muss, weil das halt gar nicht lange gut gehen kann. Und es geht auch bei gar keinem lange gut. Und die Spätfolgen, die wir uns anschauen, sei es jetzt der Markus Rühl, okay, beim Dennis James sieht man nicht sonderlich viel, beim Milo Sarchev sieht man es auch nicht besonders viel, das muss zwar nichts heißen, bei Milo Sarchev sieht man auch den Kopf, wie er sich verändert über die Zeit hinweg jetzt, aber die schauen noch relativ gesund aus, im Verhältnis zu Markus Rühl definitiv, und der war einer der massigsten Bodybuilder überhaupt und hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen und war natürlich sozusagen auch, jetzt nicht unbedingt der Vorbild, aber schon jemand, wo man hingeschaut hat und gesagt hat, einfach Wahnsinn, wie kann man das noch machen? Keine Ahnung wie, aber einfach heftig. Ja, je mehr, dass man die Trickkiste schaut, je länger, dass man sich mit den Menschen dann auch unterhält, desto mehr sieht man halt, dass das gesund gar nicht geht. Also nicht ansatzweise irgendwie, da kannst du noch ein bisschen, ja, da machst du Bridgen und Cruisen oder, nein, das ist halt Vollgas, das ist Gashahn auf bis Anschlag und das bleibt dann auch die ganze Zeit so, weil kannst du gar nicht zurückrudern. Und wenn man halt so Sprünge anschaut, so fast wie evolutionäre Sprünge von 0 auf 100, und das ist ja da wirklich, das ist so ein Sprung in so kurzer Zeit,
da schnauft man dann schon durch und denkt sich, hoffentlich fällt da nicht der nächste Athlet auf der Bühne wieder um und hoffentlich ist er dann nicht kurz drauf tot, auch wenn er vorher noch Dementi macht und sagt, naja, alles halb so wild, habe eine verschleppte Grippe oder irgendwas und dann war halt Schilddrüsenkrebs und Herz x-fach vergrößert, Lunge x-fach vergrößert, Leber hinüber und, also so eine Autopsie bringt halt dann schon einiges zutage, auch wenn man dann wieder andere Athleten hört, die sagen, ja, war genetisch präpositioniert. Da kann ich dann nur noch mit dem heutigen Wissen an den Kopf schütteln und kann sagen, ja, deine Präpositionierung, die kannst du sonst wo hinschieben. Das war einfach Missbrauch, das war brutalster Missbrauch und das war brutalster Missbrauch von nicht bloß ein, zwei Sachen, sondern einer ganzen Eimerweise voll dem Zeug. Und das halt auch, wenn du es noch genau nimmst, nicht bloß über Jahrzehnte hinweg, in dem Fall so alt ist der gar nicht geworden, sondern in so kurzer Zeit so viel. Und das ist dann eigentlich das Schlimme bei der Geschichte. Es hat schon einen Grund, warum man sich früher... Auch früher hat man brutal viel genommen schon und hat auch, sag jetzt einmal, das ein oder andere Präparat, Increlex oder wie auch immer, also so Krebstherapeutika, gar nicht gehabt. Aber die Thematik im Endeffekt, was man heute hat, ist halt grenzenlos offen. Alles kombinieren mit irgendwas und Präparate zur Verfügung zu haben, zu preisen, da hättest du früher einfach nur gesagt, wow, wenn das geht, da gebe ich auch Gas. Ja, wir haben gar nicht Gas geben können, weil wir die Mengen gar nicht zur Verfügung hatten. Und genau das ist eigentlich der springende Punkt gewesen, der uns vielleicht vor der einen oder anderen Dummheit geschützt hat und der natürlich hier Tür und Tor offen lässt für Vollgas ohne Ende. Also meine Lieben, ich will das Video gar nicht so lang machen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, er macht es möglichst lang und ich hoffe, er schafft es, dass er rechtzeitig aufhört, bevor es eben so endet wie mit Ronnie Coleman. Also das letzte Krüppelvideo, Entschuldigung für den Ausdruck, das habe ich mir angeschaut mit Arnold Schwarzenegger, wo er den Award gewonnen hat. Und haben wir gedacht, das ist einfach nur schlimm. Das ist einfach nur schlimm und traurig und du siehst einen verzweifelten, kaputten Menschen, der sich versucht, das noch schön zu reden, den Award, und der genau weiß, dass sein restliches Leben jetzt verpfuscht ist, dass das Leben auch kürzer ist als das, was er schon hatte und dass das, was er hatte, mit Sicherheit nicht das aufwiegt, was jetzt auf ihn zukommt. Und dementsprechend, meine Lieben, schaut es euch an. Nimm das als warnendes Beispiel, aber nimm das nicht als Motivation, um so nachzugehen. Das, was ihr hier seht beim Nick Walker, das wird bitter und böse ausgehen und das hat mit Sicherheit kein gutes Ende und ist kein Geld der Welt wert, weil das, was man da an Lebenszeit verschwendet und verliert, das gibt einem niemand wieder. Der wird genauso gebraucht oder missbraucht wie alle anderen Sportler auch und danach wieder fallen gelassen, gerade von den Sponsoren. Und danach ist der nächste Kandidat, der mit einem Suizidversuch zu Hause hockt und nicht mehr weiß, was er machen soll. Ja, also bitte passt mal darauf. Schaut es euch an, wundert euch drüber, wie das vielleicht ein Mensch überhaupt schaffen kann. Und dann denkt euch, ich mache es nicht nach, ich will gesund sein, ich habe genügend Gründe im Leben, um das Leben schön zu finden und nicht so einen Wahnsinn zu machen. Also bitte, braucht man gar nicht reden, was alles drin ist, macht gar keinen Sinn. Es ist so viel drin, in so hohen Mengen, kann man einfach nur sagen, toi toi toi, dass die Natur so robuste Menschen geschaffen hat, dass sie nicht gleich tot umfallen. Also ganz liebe Grüße, bleibt mal bitte gesund, schaut es an, genießt die Show. Gladiatoren sterben immer und sterben sehr, sehr jung. Also bis dann. Ciao.